heute Abend. Ist das jetzt genug Party? Ja, Party, aber Party muss noch viel mehr Stimmung. Die Stimmung ist geil! Also super! Total! Fantastisch! Ja! Chuck! Herrlich! Chuck! Also ich will mal hier! Er mit seiner schönen Frisur! Ha, ha, ha! Also ich würde mal sagen, bevor wir hier weitermachen, mit der fetten Stimmung, mit einer fetten Tati, hier bei der Bulldog-Nacht, würde ich mal sagen, habe ich noch mal eine Frage, und zwar, eigentlich seid ihr eher so auf dem Schrottplatz zu Hause. Ja, ich würde mal sagen, alle drei, was macht ihr heute Abend hier überhaupt in der Disco? Hört ihr auch schon mal so ein bisschen Musik nebenbei? Tanzt ihr auch überhaupt gerne? Wie sieht das aus bei euch? Ab nächste Woche singen wir sogar. Ja. Und ich komme immer gerne ab. Ja. Wo waren wir, wo wir angereist sind, so um 10 Uhr, waren wir hinter einer Reihe Traktor hinterhergefahren. So der Italiener vorstellt, die geile Traktoren. Da waren 40 Traktoren mit Rundumleuchten. Das war geil. Aber heute wird abgefeiert und getanzt. Korrekt? Korrekt. Ja, durch. Absolut korrekt, ich würde sagen, da kann ich mich nur anschließen. Heute wird gerockt, heute wird gefeiert. Heute Bulldog an A-Party. Also, ja, da bin ich ja noch was dran. Wir haben die Traktoren, wir waren hinter den Traktoren hinterher geblieben. Die haben alle gefahren wie wir. Fantastisch, die Traktorfahrer, so, wo seid ihr? Ja! Fahren. Wir sind mit den Q7 und ihr habt Power gegeben! Super, Junge! Ja, Leute, das schließt sich aber für mich direkt mal die nächste Frage an. Ihr Bulldog-Alarm und so weiter, Traktoren ohne Ende heute am Start. Ihr seid ja eigentlich eher so mit Autos beschäftigt normalerweise. Habt ihr denn auch Ersatzteile für Traktoren am Start? Ja, selbstverständlich. Die Traktoren sind für uns was Besonderes. Weil wir selbst Traktormantel fahren, riesengroße, auch für ihr, mit 40, 50 Sachen. Aber wir haben doch immer der große Traktortreff von Land, Bulldog-Traktor und Schlüter-Traktor. Ja. Ist auch bei uns so. Wir kommen ja auch von Lande. Das ist korrekt. Das wollte ich hören. Also die Jungs haben natürlich auch was für die Traktorfans am Start hier unter euch. Und wo ich schon mal hier neben dem Almkönig stehe, da frage ich doch einfach mal, wo wir auch viele sexy Ladies hier heute am Start haben. Sag doch mal unter uns, wir sind ja jetzt sozusagen hier private, das hört ja überhaupt keiner mit. Wie sieht das überhaupt mit den Mädels so aus als offizieller Almkönig? Hat man da eigentlich bessere Chancen? Weiß ich nicht, aber sind hier massenhaft schicke Mädchen, aha. Und ich tanze sehr gerne, du weißt, du ja auch, oder nicht? Ja, oder wollen wir die Folge versteigern? Wer will denn steigern? Put your hands up in the air. Ja. Alle hoch. Ich will mal sagen, mich will die alle hoch keiner haben. Heute sind nämlich alle gekommen wegen der Traktoren. Vor allem wegen euch, wegen der Ludolfs. Ich will mal sagen, bevor wir hier nebenan in den Schlossplatz gehen, also zur Information nochmal für euch alle, wir gehen gleich ganz in Ruhe nebenan in den Schlossplatz. Da sind die Ludolfs für euch am Start. Gebt Autogramme, lasst uns Fotos machen. Alles für euch heute am Start. Da würde ich mal sagen, Rino! Bist du denn bereit für die richtige Stimmung, die wir dafür brauchen? Also Leute, einmal die Hände